Ja, fragen wir mal nach bei Verena Bentele, der Präsidentin des Sozialverbandes VdK. Guten Abend, Frau Bentele. Ist das die neue Variation der Echternacher Springprozession, ohne auf uns Bürger und Bürgerinnen zu achten? Also erstmal, schönen guten Abend. Ich finde es tatsächlich spannend, dass hier ein Gesetz verabschiedet wurde vor 8 Wochen, wie in Ihrem Beitrag ja gerade auch berichtet wurde. Wir haben hier also geltendes Recht und dazu jetzt aufzurufen, es nicht umzusetzen, finde ich tatsächlich keine gute Variante. Man hatte es schon einige Wochen und Monate auch schon vorher, als das Gesetz in der Diskussion war, um sich zu überlegen, was muss alles klar sein für die Umsetzung. Das jetzt erst zu tun, da wurde irgendwie die Reihenfolge gerade so ein bisschen verwechselt und der Alleingang von Herrn Söder ist deswegen für mich überhaupt nicht erklärbar. Wenn Sie hineinhorchen, und Sie haben ja Kontakte hinein, auch in die Branche der Pflegekräfte und derjenigen, die gepflegt werden, wie wird das da aufgenommen? Was hören Sie da? Also wir sind ja die Organisation, die vor allem die Pflegebedürftigen und deren Angehörige vertritt. Und da hören wir natürlich schon, dass die Menschen ja einfach ein großes Bedürfnis nach gutem Schutz haben. Was klar ist, jemand, der Pflegebedarf hat oder Menschen, die in der Behinderteneinrichtung leben, haben ja nicht so eine große Wahlmöglichkeit. Jemand, der einen Pflegebedarf hat und in einer Einrichtung ist, der hat ja einen Grund oder der auch zu Hause einen ambulanten Pflegedienst bei sich hat. Die Menschen haben ja einen Grund, eben, dass sie diese Einrichtung nutzen, dass sie einen Pflegedienst nutzen und haben nicht so viele Alternativmöglichkeiten, können sich auch ihre Pflegeperson nicht aussuchen. Und deswegen sind hier eben wirklich eindeutige, einheitliche Regelungen auch extrem wichtig, die dann natürlich auch umgesetzt und durchgesetzt werden müssen. Auch das ist klar. Und wir wissen eben zum Beispiel vom Thema Testen, dass da in vielen Einrichtungen das sehr gut gemacht wurde, auch regelmäßig zu testen, aber die eine oder andere Einrichtung dem eben vielleicht auch nicht so nachgekommen ist. Und ich finde, da ist tatsächlich jetzt schon der Bund, aber vor allem auch die Länder in der Umsetzung gefragt, sich hier auch eine Regelung zu überlegen mit stichprobenartigen Kontrollen, wie eine Umsetzung eben auch flächendeckend stattfinden kann. Aber nochmal nachgefragt, hören Sie denn auch Sorge, Angst davor, dass jetzt Pflegerinnen, Pfleger tatsächlich sagen, nein, dann hänge ich lieber meinen Beruf an den Nagel und es sind dann noch weniger Menschen, die sich kümmern können um diejenigen, die tatsächlich die Hilfe und Unterstützung brauchen? Am Ende wissen wir das alle nicht, wie viele Pflegekräfte oder auch anderes Personal aus den Einrichtungen dann tatsächlich gehen wird. Ist ja im Moment auch viel Spekulation. Keiner kann das so richtig gut beantworten. Aber klar, es wird für die ein oder andere Person in so einer Einrichtung dann vielleicht schon eine Variante sein, auch den Job zu wechseln. Aber auch da muss man sich ja nichts vormachen. Auch das ist ja nicht ganz so einfach zu sagen, ich gehe jetzt morgen aus meinem Job, mache übermorgen was Neues, gar kein Problem. So easy ist es ja eben auch nicht. Deswegen würde ich sagen, es muss jetzt mehr die Anstrengung unternommen werden, mit den Menschen zu sprechen, sie zu überzeugen, sie zu motivieren und sie eben auch wirklich gut mitzunehmen bei der Umsetzung dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht und sie nicht einfach nur vor vollendete Tatsachen zu stellen, ohne mit ihnen nochmal das Gespräch zu suchen und ihnen eben auch die Notwendigkeit noch mal ein bisschen klarer zu machen. Aber bei der Linie bleiben, erklären und die Menschen mitnehmen. Herzlichen Dank für die Meinung, Verena Bentele. Das war die Präsidentin des Sozialverbandes VdK.